Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute Montag im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit 9 neuen Mods, wobei eine konnte ich nicht herausfinden, wie ich sie laden kann. Dazu aber im Video mehr. Bevor wir starten, möchte ich mich wie immer bedanken bei Nils, Marvin, Clean Caro, Kiwi King, Justin und Davids Signatur für die Abos über das Wochenende. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. Wir fangen an, und zwar die erste neue Mod heißt Lizard 3. Ballenspieß, kommt von FSG Modding, Downloadgröße 1 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist sehr wahrscheinlich sehr selbsterklärend, und zwar ist das ein Ballenspieß natürlich, wiegt 240 Kilogramm und kostet 1100 Euro. Hier gibt es zwei Modelle, einmal den BS720, das ist dieser hier, und den 740er, das ist dann der mit drei langen Spießen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Designfarbe natürlich auch. Wir kommen zum Velga DK 115. Dieser kommt von Achivasti. Downloadgröße 4,47 MB in der Version 1.0 und ist ebenfalls für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger wie der Standard Velga mit 8 Kubikmeter Ladevolumen, Gewicht 2,4 Tonnen, 5,6 Tonnen ist das Zuladegewicht und der Preis liegt bei 11.500 Euro. Die Konfiguration hier kann gewählt werden zwischen Standard Ballenwagen, Ballenwagen, Ballenwagen und Standard. Also hier gibt es einfach zwei Ballenwagen-Konfigurationen mehr. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Continental, BKT und Trelleborg. Dann die Abdeckung kann natürlich entfernt werden, wie das natürlich beim anderen auch ist beim Standard. Und die Abdeckungsfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Die nächste neue Mod, die haben wir schon letzte Woche gesehen, ist der Unterhaug Sila Grip. Kommt von Grobi, Downloadgröße 1,07 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Letzte Woche haben wir von der die Lizard-Version gesehen für alle Plattformen. Das ist natürlich eine Ballengabel und die wiegt 150 Kilogramm und kostet 1600 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus Rot Neu, Rot Alt und Orange. Die nächste neue Mod heißt Tonar PTT, kommt von Serega 56, Downloadgröße 4,85 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Dolly mit einem Gewicht von 3,2 Tonnen, kostet 6500 Euro und die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette, die Designfarbe natürlich auch und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Chrom, Grau, Weiß und Schwarz. Wir kommen zum Krone ZX GD Pack. Dieser kommt von Juli 7250, Downloadgröße 26,61 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Ladewagen. Zum einen den ZX 430, der kommt mit einem Ladevolumen von 43 Kubikmetern, wiegt 11,6 Tonnen. Zuladegewicht ist 12,4 Tonnen, braucht 240 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 119.000 Euro. Hier kann eine Abdeckung hinzugebaut werden, ja oder nein. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Fredestein und Trelleborg. Dann ein Silimetal-Tank, der kann natürlich angebaut werden, hier vorne. Und die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün und Grau. Als zweites haben wir den ZX 560 GD, der hat natürlich ein Ladevolumen von 56 Kubikmetern, wiegt 14 Tonnen, Zuladegewicht ist 20 Tonnen, braucht 240 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 161.000 Euro. Die Abdeckung kann gewählt werden, natürlich ja oder nein, und die restlichen Konfigurationsmöglichkeiten sind natürlich wie beim vorherigen Modell. Die nächste neue Mod heißt Tempo L8, kommt von Mohawk, Downloadgröße 7,76 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dies ist eine Einzelkorn-Seemaschine, kommt mit einem Volumen von 3800 Litern für Saatgut, 6,1 Tonne wiegt diese, braucht 160 PS, 6 Meter ist die Arbeitsbreite, Arbeitsgeschwindigkeit bei 20 km/h. 20 km/h zum Aussehen? Nicht schlecht.
und der Preis liegt bei 140.000 Euro. Hier gibt es keine weiteren Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zu der alten Getreidemühle. Diese kommt von Pachtson V3, Downloadgröße 10,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Das ist dieses hier. Kostenpunkt zum Platzieren 23.000 Euro. Und hier kann produziert werden natürlich Mehl aus Weizen, Gerste, Hafer und Sorghumhirse, sowohl als auch Sonnenblumenöl, Rapsöl und Olivenöl. Die nächste neue Mod heißt Betonschuppenpack, kommt von Dutch Modding, Downloadgröße 12,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Das ist die erste Mod von heute, bei der ich verwirrt bin. Es wird als Betonschuppenpack angegeben, aber ich finde hier nur ein Gebäude. Das ist unter Hallen. Das ist dieses hier. Kostenpunkt zum Hinplatzieren 70.000 Euro und täglicher Unterhalt bei 40 Euro pro Tag. Ich habe ganz gut durchgeguckt. Ich habe wirklich kein zweites Gebäude gefunden. Ob hier das Wort Pack eine neue Bedeutung bekommt? Das ist diese Halle hier. Einfach reingehen, R drücken, da geht das Licht an. Das ist diese Betonschuppen. Wir kommen zum Leiterpaket. Dieses kommt von Sphinx und Tom. Downloadgröße 87 KB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Dieses Pack kommt mit zwei verschiedenen Leitern. Zum einen die Aluminiumleiter, wiegt 15 Kilo und kostet 150 Euro. Die normale Leiter, die wiegt auch 15 Kilo und kostet 70 Euro. Beide wiegen gleich viel, kosten aber unterschiedlich viel. Ich gehe mal davon aus, dass die Aluminiumleiter fast doppelt so lang ist und soll also genau gleich viel wiegen. Ein weiterer Hinweis kommt hier. Ein Pack mit zwei Leitern, die von Hand benutzt und an ein Fahrzeug geschnallt werden können, nach dem Kauf unverkäuflich. Das heißt, die könnt ihr also nach dem Kauf nicht mehr weiter verkaufen. Wir kommen zu der letzten neuen Mod und das ist die, die hat bei mir so richtig Verwirrung hervorgerufen. Und zwar heißt diese Mod Saatgutproduktion, kommt von Zottelzock, Downloadgröße 4,35 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese Produktionsstätte soll herstellen Dünger aus Gärresten, also produziert Dünger aus Gärresten. Kostenpunkt zum Platzieren 55.000 Euro. Zyklen pro Monat 1200, Kosten pro Monat 240 Euro. Kapazität für Gärreste ist 1.000.000 Liter und Dünger 250.000 Liter. Die zweite Produktion soll herstellen Dünger aus Mist. Kostet 45.000 Euro, Zyklen pro Monat 1.200, Kosten pro Monat 240, 1.000.000 Liter Kapazität für Mist und 500.000 für Dünger. Die dritte Produktion soll herstellen Dünger aus Gülle, Kostenpunkt 45.000 Euro, Zyklen pro Monat 1.200, Kosten pro Monat 240 Euro, Kapazität für Gülle 1.000.000 Liter und Dünger 500.000 Liter. Dann soll als letzten verfügbar sein die Produktion Flüssigdünger aus Wasser und Dünger. Baukosten 75.000 Euro, Zyklen pro Monat 1.200, Kosten pro Monat 240 Euro, Kapazität 1.000.000 Liter Wasser und 500.000 Liter Dünger, gibt dann 1,5 Millionen Flüssigdünger. Ich habe unter Produktion und Fabriken diese nicht gefunden. Ich finde es auch komisch, dass diese Mod heißt Saatgutproduktion, wenn hier überall Dünger hergestellt wird. Das Einzige, was ich hier finde an Saatgutproduktion, ist dieses Gebäude hier, 35.000 Euro. Stimmt mit dem Bild überein, wie die Mod aussehen sollte. Aber wie ihr hier sehen könnt, kann hier überall Saatgut produziert werden aus Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojabohnen, Mais und Sorghumhirse. Ich bin da wirklich ein bisschen verwirrt. Vielleicht habt ihr eine Erfahrung, wo ihr mir sagen könnt, was ich falsch gemacht habe. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, denn das waren auch schon alle Mods von heute. Die letzte Testliste, die ich gesehen habe, da sollen, glaube ich, bis zu 26 neue Karten im Testen sein. Also ich
gehe mal davon aus, dass morgen die ein oder andere Karte durchkommen wird. Falls du dieses Video dann nicht verpassen möchtest, dann hol dir doch das Abo ab, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, was aus dem Mod Hub kommt. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Macht's gut. Danke, tschüss und hasta luego.